So, und damit kann es jetzt losgehen. Eigentlich müsste ich jetzt mal unten den ganzen Scheiß durchlaufen lassen, weil mich das ziemlich nervt gerade. Und ich das nicht in der Mission haben will. Aber da das ja ewig dauern würde, scheiß drauf. Halt, nee, wir könnten noch vorne bei Joker und Edie vorbeischauen. Das wäre noch eine Idee. Machen wir das noch kurz. Derweil läuft der restliche Kram unten noch schnell durch. Das ist in Ordnung. Ich vergesse die beiden immer. Ich weiß auch nicht. Die sitzen halt auch am anderen Ende des Schiffes. Klar, dass ich die immer vergesse. Joker, Sie wollten doch Neuigkeiten über diese Menschenkolonie erfahren. Tiptree? Hey, Liara. Darum brauchen Sie sich jetzt aber nicht zu kümmern. Jetzt oder irgendwann anders, ist doch ganz egal. Ich empfange Berichte, dass Flüchtlingsschiffe von Tiptree auf Kolonien der Salarianer gelandet sind. Keine Namenslisten, tut mir leid. Es waren hauptsächlich Kinder. Also Gunny, Hillary, meine Schwester. Gunny ist ein Spitzname, den hat sie schon seit... Sie ist erst 15. Wenn es also Kinder sind, dann habe ich vielleicht nur meinen Vater verloren. Bin ein Arschloch auf sowas zu haben. Die Hoffnung sollten Sie als letztes aufgeben, Jeff. Ganz egal welche. Danke. Sie auch. Weiß nicht, ob du da ein Arschloch bist, wenn du darauf hoffst, dass wenigstens deine Schwester überlebt hat. Finde ich eigentlich nicht. Miranda. Ja. Scheiße, wie viele müssen wir noch verlieren? Alle auf der Erde? Morden? Zane? Legion? Und jetzt Miranda. Wie viele Freunde haben wir noch? Man kämpfen nur noch sie und ich gegen die gesamte Reaper-Flotte. Sie waren als Einzige von Anfang an dabei, Jeff. Der Einzige, der mit mir alles gesehen hat. Irgendwer musste sie ja raushauen, wenn's Ärger gab. Halten Sie durch. Sie auch, Commander. Commander? Hallo, Shepard. Ich hätte da ein weiteres Beispiel menschlichen Verhaltens, das ich nicht so ganz verstehe. Jetzt geht's wieder los. Viel Spaß. Was ist denn jetzt? Ein Video mit versteckter Kamera von der Erde, aus einem Internierungslager der Reaper. Die Bilder sind schwer zu verarbeiten. Dort ist es bestimmt schrecklich. Das vertrage ich. Aber die Gefangenen folgen zum Teil keiner nachvollziehbaren Hierarchie der Erfordernisse. Ohne soziale Normen und unter Todesandrohung wäre es logisch, dass es ihnen nur noch ums Überleben geht. Sie müssten aufeinander losgehen und kompromisslos egoistisch sein. Aber nicht alle sind es. Heißt das, die Gefangenen sind nett zueinander? Die Reaper verschieben die Hinrichtung von Gefangenen, die ihnen von Fluchtplänen anderer berichten. Je mehr ein Gefangener verrät, desto länger bleibt er am Leben. Aber nur die wenigsten tun das. Einige gaben den Reapern Fehlinformationen und starben dafür. Für andere Gefangene, die nicht einmal Verwandte oder Freunde waren. Es geht nicht nur ums Überleben. Manchmal muss man für etwas einstehen. Aber es gab keine Erfolgswahrscheinlichkeit. Sie sind gescheitert. Und niemand konnte fliehen. Dann ist Unterwerfung also besser als Auslöschung? Meine Primärfunktion ist Schutz und Verteidigung. Nein. Ich sehe das anders. Shepard, ich modifiziere jetzt meinen Selbstschutzcode. Warum? Weil die Reaper abstoßend sind. Ihnen geht es ausschließlich um Selbstschutz. Aber ich bin anders. Beim Gedanken an Jeff denke ich an jemanden, der sein Leben riskiert und mich aus der Sklaverei befreit hat. Er wäre sogar die Fehlfunktion wert. Meine Kernprogrammierung soll das widerspiegeln. Ist es nicht niedlich, wie Edie sich immer mehr zu vermenschlichen versucht? Finde ich irgendwie putzig. Wie sie sich bewusst versucht, von Computerlogik zu entfernen und immer mehr eine Reproduktion menschlichen Verhaltens zu werden. Sie haben die Menschlichkeit entdeckt, Edie. Lohnt sich der Kampf dafür? Bis zum Tod. Willkommen in der Crew, Edie. Na, wie war's? Habe ich was verpasst? Ich erkläre es später, Jeff. Aber es war ziemlich gut. Ich wäre gerne einen Moment alleine, Shepard. Ich gehe die Literatur der Menschen durch. Viel Spaß. So, das war doch auch ganz schön nochmal so für zwischendurch. Mittlerweile sind auch die ganzen Sachen unten durchgelaufen. Das heißt, jetzt können wir uns endlich auf den Weg zum Unbekannten machen. Das große Finale im Konflikt mit Cerberus steht an. Naja, gut. Ja, sagen wir mal so. Könnte man so formulieren.
warum ich zögere, das so zu sagen, werden wir später mal noch sehen. Darauf will ich jetzt noch nicht eingehen. Aber gibt einen Grund dafür. Aber könnte man schon so sagen, dass der Konflikt mit Cerberus dort zu einem Ende kommt. So, ich muss nur noch mal kurz gucken. Ist denn hier, ist die Mobianische Weite noch dazugekommen? Jetzt muss ich mal kurz schauen hier. Oder ist das bloß so ein Minisystem? Nicht, dass sie dir ja nachträglich noch irgendwelche Systeme reinschmeißen. Das wäre ziemlich gemein. Ich habe etwas gefunden. Hier gibt's tatsächlich noch was. Pragya. Ha, sieh mal an. Das kennen wir ja. Pragya ist ja der Planet, auf dem Jacks Kindheit sozusagen sich abgespielt hat. Forschungsdaten von Pragya. Wunderbar. Haben die hier stillschweigend noch irgendwelche neuen Systeme mit reingesetzt? Das ist doof, finde ich. So, gehen wir mal erst hier in die Nähe von den Reaper-Ankunftspunkten. Okay, dort drüben ist nichts. Das ist okay. Oh, von hier unten kommen sie auch. ULG-Sprung erfolgreich. So, schauen wir uns nochmal hier weiter um. Irgendwo muss doch noch was zu finden sein, oder? Ho! Ho, 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 ho! Ausweichen erfolgreich. So, jetzt setz mich mal im unteren Ende ab, bitte. Ich will nicht immer da oben landen. Danke. So, wo ist denn hier der Treibstoff? Aha. So, gefunden haben wir ihn schon mal, aber einsammeln ist gerade noch nicht drin. Falsches Ende. Ausweichen erfolgreich. Besser. So, jetzt haben wir doch alle Zeit der Welt hier, das noch einzusammeln, bevor die Reaper uns kriegen. Für 350 Einheiten, die ich sowieso nicht einsammeln kann eigentlich. Naja, gut, was soll's. Reaper umgangen. So, machen wir uns nochmal zu den anderen beiden Systemen hier im Cluster auf. Wir wollen nichts verkommen lassen. Signal Wenn es hier bestätigt. Schon was gibt, dann wollen wir das natürlich auch gerne mitnehmen. Gott, in dem kleinen System kommen die auch noch mit Reapern an hier. Okay. Was haben wir denn da Schönes? Allianzfregatte Trafalgar. Na gut. Und irgendwo gibt es noch ein bisschen Treibstoff. Natürlich. Den sammeln wir direkt mal ein. 50 Einheiten. Na, das lohnt sich ja volle Kanne. Ich verziehe mich dann mal. ULG-Sprung erfolgreich. Auf nach Kalabscha. So, mir kam die Nubianische Weite nämlich nicht bekannt vor vom Namen her. Also, natürlich schon, aber nicht. Ich konnte mich nicht daran erinnern, dort schon mal gewesen zu sein, jetzt in dem Teil hier. So, was finden wir denn auf Yam Schönes? Am besten bevor die Reaper uns den Arsch aufreißen. Aber zum Glück hält die Zeit hier ja an. Allianz Marine Aufklärungseinheit. So, und bestimmt wieder noch ein bisschen Treibstoff, wie immer. Hallo, Treibstoff? Sag mal. Ausweichen erfolgreich. Haben sie den wieder genau neben die Reaper gesetzt, oder wie? Oh, ihr seid doch Ärsche. Wie soll man denn da rankommen? Hm, danke, direkt beim Eingang vom Reaper. Also insofern ihr mich nicht gerade oben bei den Reapern absetzt, so wie jetzt, dankeschön, hätte ich das niemals kriegen können. So, 300 Einheiten, das ist schon ein bisschen besser. Und ich verziehe mich dann mal. Bis bald. Reaper umgangen. So, damit haben wir auch die Nubianische Weite soweit abgearbeitet. Und verziehen uns aus diesem Cluster. Bevor wir jetzt beim Unbekannten vorbeischauen, will ich nochmal alles abarbeiten, was wir noch irgendwie finden können. So, Kepler-Randsektor war ja sowieso bloß so ein kleines Randphänomen. Was ist denn mit dem hier? Da kann ich gar nicht mehr hin. Wer weiß. So, Ninmar-Cluster gab es, glaube ich, nichts zum Sammeln. Ich schaue aber lieber trotzdem nochmal. Man weiß ja nie. Kann ja sein, dass plötzlich noch was dazugekommen ist hier. Aber nee, ich glaube nicht, ne? Ausweichen erfolgreich. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, hier bin ich schon mal durchgeflogen und habe dann festgestellt, dass es nichts gibt. Lassen wir das einfach und verziehen uns ganz schnell aus diesem System. So, mich würde echt mal interessieren, was hier war. Ich weiß es nicht. So, die haben wir alle. Schattenmeer gab es, glaube ich, auch nichts, ne?
können wir nochmal reinfliegen. Ach ne, im Schattenmeer waren wir gerade eben. Da war... was war denn da im Schattenmeer? Ist das Horizon gewesen? Venture? Ja, ja, ich glaube, das hier drüben ist Horizon. Brauchen wir jetzt nicht nochmal extra hinfliegen. Gut, okay. Attica Beta, Hades Gamma, die sind alle schon bei 100%. Im Pferdekopfnebel haben wir die Basis des Unbekannten. Alles klar. Da werden wir gleich vorbeischauen. Anders becken wir, glaube ich, auch ohne was zum Sammeln. Das haben wir ja schließlich auch schon ewig auf der Liste stehen. Ich glaube, das steht schon seit Anfang an mit drauf. Von Anfang an, meine ich. So, die sind alle bei 100%. Sandurnebel müssen wir gleich nochmal schauen. Noch ein System, wo wir nicht mehr hinfliegen können. Sandurnebel und Halbmondnebel. Schauen wir da nochmal kurz rein. Wenn da auch nichts ist, dann kann es losgehen. Ich denke mal, wenigstens eins von den beiden wird wohl noch irgendwas für uns haben, oder? Schauen wir mal. Das Reaper-Signal hat lange auf sich warten lassen. Signal bestätigt. Ah, Treffer. Ich dachte es mir schon irgendwie. Ilium, na sieh mal an. Was gibt's denn auf Ilium Schönes einzusammeln? Ach, mal schauen. Das könnte ja sogar was vielversprechenderes sein. Flüssiges Kapital. Okay. Das ist nicht schlecht. Bedienen wir uns mal bei den Reichen von Ilium. Da sollte es ja einige geben. So, Treibstoff ist wieder voll. Und wir schaffen es sogar, ohne dass die Reaper hier vorbeischauen. Gut, haben wir noch hier drüben ein System, in dem es ebenfalls wieder einen Planeten und ein Treibstoffdepot zu geben scheint. Riesige Systeme hier. Ich habe etwas gefunden. Ah, den Treibstoff haben wir schon mal, das ist gut. Den hole ich mir gleich als erstes. So, da können wir uns jetzt nämlich gezielt auf die Suche nach dem Planeten machen. Oder auch nicht. Ach, hier, Meteorit, alles klar. Asteroid. Nicht Meteorit, Asteroid. So, aber was haben wir denn da? Irgendwie nichts. Hallo? Hast du nicht gerade einen Treffer hier gehabt? Was auch immer, ich weiß nicht, was er jetzt dabei gesammelt hat. Wird schon passen. Auf jeden Fall haben wir jetzt 100% dastehen. Weiß nicht, was es da jetzt hätte geben sollen. Na komm, sollst nicht dran vorbeifliegen. Treibstoffdepot haben wir ja nicht zufälligerweise, ne? Nee. Okay. Dann schauen wir nochmal im Sandurnebel vorbei. Ich nehme mal an, der wird dann wohl nichts für uns haben. Ich glaube, einen von den beiden gab es schon vorher. Und das wird dann wohl der Sandurnebel sein. Wobei, hier sind so viele Systeme, da muss da was dabei sein. Signal bestätigt. Ja, volle Kanne ist ja was dabei. Hm. Na gut, von mir aus. Schauen wir nochmal ganz kurz, was es hier im Cluster so alles Schönes zu sammeln gibt. Credits. Ja, das hat sich ja volle Kanne gelohnt. Credits und ein bisschen Treibstoff. Den hätte ich auch eigentlich theoretisch erstmal liegen lassen können. Naja gut, was soll's. So, keine Reaper gekommen. Sehr schön. Machen wir uns mal zu den drei anderen Clustern auf. Okay. Hier ist nichts. Ich habe etwas gefunden. Treffer. Muss ich dann nur noch den Treibstoff finden. Was wahrscheinlich komplizierter sein könnte, als den richtigen Planeten zu finden. Terminus-Frachter, alles klar. Nehmen wir gern mit. So, noch ein Scan hier drüben. Immer noch nichts. Sprung erfolgreich. Schade. Achso, hier sind wir schon bei 100%. Hier gibt es gar keinen Treibstoff. Ausweichen erfolgreich. Ungewöhnlich für diesen Teil. Aber gut, okay. Ist in Ordnung. Dann machen wir das so. Soll mir recht sein. So. Ach, hier unten ist noch einer. Der ist es aber nicht. Signal bestätigt. So, wunderbar. Haben wir zumindest den Planeten schon gefunden. Hagalas, das kennen wir auch. Da hat nämlich der Shadow Broker
sein Schiff in der Atmosphäre geparkt gehabt. Im zweiten Teil. Falls ihr euch erinnern mögt oder falls ihr es nicht gesehen habt, schaut es euch an. Habe ich ja alles gespielt. Shadow Broker Unterstützungsteam. Ich dachte mir schon, dass es irgendwas mit dem Shadow Broker wohl sein wird. Warum das aber nicht unter Kontrolle von Liara ist, weiß ich auch nicht so richtig. So, verziehen wir uns mal ganz kurz. Falsche Seite. ULG-Sprung erfolgreich. Besser. So, von hier aus sollten wir das ohne Probleme schaffen. Her mit dem Treibstoff. Und dann schnell weg von hier. Ausweichen erfolgreich. So, bleibt noch ein System offen. Und hier könnte es drei Sachen zum Sammeln geben. Ich habe etwas gefunden. So, gut, dass wir die direkt gefunden haben, die Sachen hier am Rand. Das mit dem Treibstoff wäre sonst wohl etwas schwierig geworden, den noch einzusammeln, wenn die Reaper jetzt schon da gewesen wären. Shadow Broker Raumschiff Tech. Schauen wir uns dann gleich alles an, worum es sich dabei denn eigentlich handelt. Jetzt gerade noch nicht. Oh, schön, 600 Einheiten, das finde ich nett. Und dann sind wir da auch schon fertig mit dem System hier. Das ging schnell. Ich hätte gedacht, dass es hier drei Sachen gibt. Aber gut. So. Zurück zum Massenportal. Und damit sollten wir soweit alle Systeme untersucht haben. Und ausgekundschaftet haben. Auf zum Pferdekopfnebel. Und dann verlassen wir mal dieses System. Ich schaue noch mal ganz kurz, ob sie nicht vielleicht doch noch was zum Einsammeln gibt, zum Scannen. Nee. Pferdekopfnebel stand ja schon vorher mit auf der Liste. Okay, da ist unser System. Dort wollen wir hin. Und ich denke mal, auch hier wird es wohl nichts für uns zum Sammeln geben. Nein, bloß eine riesige Sonne, durch die wir auch mal schön durchfliegen können. Und da ist die Kronos-Station, die Basis des Unbekannten. Der rote Supergigant Anadius ist eine Fußnote auf den Sternenkarten des Pferdekopfnebels. Ein kalter, sterbender Stern mit der 20-fachen Masse und dem 1500-fachen Radius von Sol. Zwischen den regelmäßigen Sonneneruptionen ist die unauffällige Raumstation kaum auszumachen, die zudem auf keiner Karte verzeichnet ist. Idis Hinweis. Größe und Form der Station lassen darauf schließen, dass viele Schiffe dort andocken könnten. Für exakte Werte müssten allerdings aktive Scans durchgeführt werden, die wiederum die Anwesenheit der Normandy verraten würden. Die zusätzlich gewonnene Präzision ist das Risiko nicht wert. Shepard, Ihre Informationen sehen gut aus. Die Flotten sind bereit. Aber? Wenn wir gegen Cerberus vorgehen, werden es die Reaper bald darauf mitbekommen. Und der Tiger? Fertig. Bis auf den Katalysator. Aber wir können die Schiffe, die Cerberus angreifen, nicht verstecken. Sobald wir angreifen, ist der Tiger nicht lange sicher. Eine Aktion gegen Cerberus wäre die erste Phase unseres Angriffs auf die Erde. Wir sehen also, wenn wir jetzt Cerberus angreifen, steuern wir unweigerlich auf das große Finale des Konflikts zu. Dann gibt's kein Zurück mehr. Was ist, wenn Cerberus die Info nicht hat, die wir brauchen, oder wir sie nicht bekommen? Dann fliegen die Flotten zur Erde und wir hoffen das Beste. Aber wir sind sicher, dass Cerberus und der Unbekannte die Information haben, die wir brauchen. Und wir werden sie überraschen. Cerberus ahnt nicht, was sie erwartet. Ich will es sicher sein, dass wir bereit sind. Oh, Quatsch. Verstanden. Die Flotten sind jedenfalls bereit. Das wollte ich gar nicht. Eigentlich wollte ich schon angreifen. Admiral Hackett ist über Videoleitung verfügbar. Denn es gab für uns nichts mehr zu erledigen. Aber so können wir nochmal ins Kriegsterminal schauen. Meine Güte, ist das schlimm heute. Der Tiegel, was haben wir denn hier Neues gekriegt? Shadow Broker Raumschiff Tag. Das namenlose Schiff des Shadow Broker diente den geheimnisvollen Informationsmakler sowohl als Datenlager wie auch als Tarnschiff. Es bezog seine Energie aus den Gewittern, die pausenlos auf dem Planeten tobten, den es umkreiste. Ein komplexes System aus kinetischen Barrieren, Erdungsstäben und Kondensatoren verhinderte dabei, dass die Naturgewalten das Schiff in Stücke rissen. Dieses System wurde nun für Bereiche des Tigers umfunktioniert, bei denen gewaltige Energiemengen sicher entladen werden müssen.
Die Terminus-Frachter. Die Terminus-Systeme sind voller Planeten mit reichen Vorkommen von Elementen, Mineralien und anderen Ressourcen, die für den Tigel benötigt werden. Zum Glück gibt es in den Terminus-Systemen auch eine große Anzahl von Frachtschiffen. Die Athabasca-Klasse ist zwar nur leicht gepanzert, kann aber Millionen von Tonnen Fracht aufnehmen. Und ihre Treibstofftanks sind für lange gefährliche Flüge ausgelegt. Alles klar? Bei der Allianz, bei der 103. Marinedivision, haben wir was Neues unten. Commander Shepards Interview mit Diana Alice über die versuchte Übernahme der Citadel. Das hatten wir doch schon. Was ist denn hier dazugekommen? Ach hier, die Allianz Marine Aufklärungseinheit arbeitet mit Drohnen und schickt hin und wieder auch Teams ins Feld. Die AMAE ist sehr darum bemüht, dass ihre Informationen immer aktuell sind und setzt VIs ein, um neue Meldungen schnellstmöglich zu analysieren. Bei der dritten Flotte haben wir auch eine Aktualisierung hier. Die Trafalgar war gerade mit Reparaturen am Triebwerk beschäftigt, als sie von einer Cerberus-Flottille angegriffen wurde. Sie konnte mittels Notstrom knapp entkommen und schloss die Arbeiten am Schiff später nach dem Zusammentreffen mit Allianzstreitkräften in Rekordzeit ab. Schön. So, und bei den Alien-Streitkräften das Shadowbroker-Unterstützungsteam. Die Stärke des Shadowbroker liegt in ihren Verbindungen. Dr. Liara Tassoni hat ein Team von Agenten, das über ein breit gefächertes Netzwerk von Bestechung, Erpressung und Gefallen jederzeit fast alles besorgen kann. Diese logistische Unterstützung hat sich beim Bau des Tigels als überaus hilfreich erwiesen, weil die Unterbrechung der Kommunikation und des Reisebetriebs das Beschaffen von Ressourcen um ein Vielfaches riskanter gemacht hat. Und das flüssige Kapital, genau. Kein Krieg kann ohne Geld geführt werden und die Unternehmensexperten von Ilium wissen das. Nachdem sie der Invasion entkommen sind, setzt eine sogenannte Fünfergruppe nun ihre gigantische Finanzkraft ein, um die besten Talente und Materialien für das Proteanergerät zu beschaffen. Da die Existenz des Geräts ein sorgfältig gehütetes Geheimnis ist, tun sie dies mit der nötigen Ahnungslosigkeit und in dem Glauben, Mitarbeiter und Teile für eine neue Art von Reaktor zu beschaffen. Und dafür geben die so viel Geld aus, obwohl sie nicht wissen, worum es geht? Na gut, warum nicht? Wir haben übrigens jetzt die effektive militärische Stärke von 4000 mittlerweile schon überschritten. Ich bin mir nicht sicher, ob das reicht für das, was ich möchte. Es kann sein, dass wir das gar nicht schaffen, weil wir über den Multiplayer nicht mehr unsere Bereitschaftswertung hochsetzen können. Das wäre natürlich saumäßig ärgerlich, kann aber sein. Ich bin mir nicht sicher, ob man dafür 4.000 oder 5.000 brauchte. Ich glaube, es waren 5.000 effektive militärische Stärke. Das wäre natürlich schade. Aber gut, was soll's. Wir verbinden uns mit Hackett und dann geht's los. Commander, beschäftigt Sie etwas? Ach so, wir können hier bloß das erfragen, was wir sowieso schon hatten. Das ist alles, Sir. Hackett, Ende. Das brauchen wir natürlich nicht, das können wir lassen. Müssen wir also doch nochmal vorlatschen zur Sternenkarte. Na gut, von mir aus. Wir können ja nochmal ganz kurz schauen, ob es nicht doch noch irgendwelche Nebenaufträge gibt, aber ich glaube nicht. Hey, die haben mal einen Standardspruch gesagt und nicht einfach nur geschwiegen. Wahnsinn. So, wir schauen nochmal ganz kurz ins Logbuch. Missionsüberblick, was haben wir denn hier? Eden Prime, ja gut, das werden wir nicht beenden. Keine Ahnung, was die da noch von uns wollten. Cerberus-Verschlüsselung. Ach, die müssen wir noch vorbeibringen. Ach, nee. Oh, ätzend. So, die Elko haben eine Notevakuierung von Krieg und Silber, bla bla bla. Dekuna. Suchen Sie auf Dekuna nach Überlebenden. Retten Sie sie, falls möglich. Das ging ja nicht. Ich weiß nicht, was da war. Das konnten wir irgendwie nicht machen. Eine tote Elite-Soldatin der Asari hat eine Nachricht für eine bla bla bla. Okay. Ich glaube, wir müssen nochmal ganz kurz zur Citadel. Aber wisst ihr was? Nein, ich will nicht das Spiel beenden. Nein. Fortfahren würde ich. Wisst ihr was? Ich mache das mal mit einem Cut, damit es für euch jetzt nicht zu langweilig ist. Und dann schalte ich euch wieder zu auf der Citadel, wenn ich den ersten der beiden gefunden habe. Also, bis gleich.